ich diese Woche den größten Schleim meiner Karriere hergestellt habe und wir versucht haben, einen Spagat zu lernen mit diesem Folterwerkzeug. Jetzt sind wir wieder dumm und dämlich. Viel Spaß mit dem heutigen Kopf. Wir sind immer noch in Nissan und wir haben ein fettes Problem. Was war's mit der Karamelle, Freunde? Denn unser Auto ist stecken geblieben und unser Flug geht in einer Stunde. Jetzt im Guck. Wir haben alles gegeben, die ganze Zeit geschoben, es hat nichts funktioniert. Aber irgendwie habe ich es dann doch geschafft, leider nicht auf Kamera. What the hell? Kommen und sind mit Fullspeed, Raketenanschub, zum Flughafen gefahren. Oh Gott, das wird knapp. 5 Minuten. Oh fuck, rechts oder links? Das Gate war dann aber einfach schon geschlossen. Das ist glaube ich schon zu. Aber Johannes hat gemerkt, dass es das falsche Gate war. Unser Gate war 2 Meter daneben und es war noch offen. Und wir haben es Gott sei Dank geschafft. Danke. Oh, ist das toll. Wir haben es geschafft, aber ich bin trotzdem traurig, jetzt nach Hause zu fahren. Mein Koffer ist aufgebrochen, let's go! Wir sind wieder zurück in Köln. Ich habe eine fette Ankündigung für euch, denn morgen, Samstag, werde ich ein Netto übernehmen. Ich werde 3000 Helgam vergeben, ich werde hinter der Kasse sein, ich werde selber kassieren den ganzen Tag. Ich warte ab 14 Uhr auf euch vor dem Netto-Parkplatz und ich glaube, es wird absolut geisteskrank. Es gibt noch eine kleine Überraschung. Ganz wichtig, folgt der Helgam-WhatsApp-Gruppe, da gibt es ja auch noch eine fette Überraschung drin, das ist sehr, sehr krank. Und da seht ihr auch den aktuellen Stand, wo wir sind und blablabla. Also folgt auf jeden Fall der Helgam-WhatsApp-Gruppe, es wird absolut geil. Ich freue mich auf euch morgen, ich glaube, es wird aber ein bisschen eskalieren. Es ist so geiles Wetter, schaut es euch an. Köln, habt ihr Bock? Halt die Schnauze. Ja, es wird die perfekte Zeit, mal wieder einen Pool aufzubauen. Aber Leute, der Pool ist wirklich im Arsch. Und ich habe jetzt mehrere Sachen überlegt. Ich könnte ihn entweder sauber machen. Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Oder wir befüllen ihn mit Wasser und machen tonnenweise Schleim in den Pool. Das ist auf jeden Fall die bessere Option. Wir hatten schon die Badewanne voller Schleim. Wir hatten schon einen kleinen Mini-Obi-Pool aus Schleim. Aber wir hatten noch nie den kompletten Whirlpool aus Schleim. Der Whirlpool wird danach auf jeden Fall kaputt sein. Ja, das kann sehr gut sein. Ich habe mir hier für 100 Euro Schleimhersteller gekauft. Angeblich kommen hier raus 1000 Liter Schleim. Ich bin echt sehr gespannt. Wir werden ihn natürlich nicht sauber machen davor, das ist ja ganz klar. So ein Pflaster drin. Lecker. Viel Spaß! Viel Spaß, Alter, Digga. Ich werde da so, du willst auch mit reingehen. Ich werde auf gar keinen Fall reingehen. Digga, vielleicht denkt ihr auch noch, was passiert hier schon wieder? Wir haben jetzt hier unser Slime-Granulat. Angeblich wird das jetzt gleich zu Slime. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein bisschen das jetzt alles zu Slime macht, Digga. 1, 2, 3. Wow! Alter, was? Sieht so räudig aus, Digga! Oh mein Gott! Oh nein! Nein, alles so hübsch! Scheiße, ich hab mein Dings verloren! Ich krieg ihn nicht mehr raus! Nein! Alter! Du kannst ihn behalten, Digga! Oh mein Gott, nein! Alter, nee, knapp raus! Ich hab dann versucht, das mit meinen Füßen zu verrühren. Irgendwie das Gefühl, ach so, einmal reinbeißen, wäre auch irgendwie geil, oder? Ah, Junge! Mach das nächste Mal nach! Bist du... Nein! Nein! Gib mir das scheiß Handtuch! Ich habe dann noch weiter mit den Füßen verrührt und der Pool fing langsam an, so ein bisschen zu knacken. Ist auch schon an mehreren Seiten hier gebrochen. Also hier ist zum Beispiel ein Bruch, das hängt alles immer nicht zusammen. Wenn das Ding heute auseinanderbricht, sind wir so am Arsch. Oh Gott. Ja, es ist schon so ein bisschen slimy, wird schon, aber es ist noch nicht genug. Ja, wir müssen nochmal die doppelte Menge bestellen, glaube ich. Und so ist dieses Video spontan mal wieder das teuerste Video der Welt geworden. Ja, doch, aber... Wir verdoppeln das nochmal. Wir sind dann zu richtig vielen Spieleläden gefahren und haben gehofft, dass irgendjemand dieses Granulat hat. Sven hatte die ganze Zeit so ein Ultraloch in der Hose. Oh. Arme Mann. Das ist aber gestört. Scheiße, Digga. Wir haben jetzt jeden Laden in Köln abgefahren und auch haben jetzt auch mal ein bisschen mehr Schleim. Und ja, diese Burger haben wir auch noch gekauft. Ich fand die sehr lecker. Junge, kennt ihr die? Die sind so geil, Digga. Oh yeah. Das ist meine Nummer 2 Favorite Süßigkeit nach Helgam. Sehr köstlich auch. Wir haben dann wieder tonnenweise von dem Granulat reingemacht und diesmal hat es wirklich funktioniert. Ja! Oh mein Gott! Okay, Freunde, ich habe richtig Bock, jetzt da reinzugehen. Ultra Bock! Oh nee! Aber es ist nicht mehr so rutschig. Aber es ist nicht mehr so rutschig. Das zum Thema, Digga! Oh nein! Ist das widerlich? Boah, das ist ekelhaft, Digga! Oh mein Gott, das mache ich in meinem Leben. Digga, was ist das? Perfekte Zeit, um jetzt eine Helgam Sour Apple Werbung zu machen. Helgam Sour Apple, der sauerste, leckerste Kaugummi der Welt. Oh mein Gott, so was Leckeres habe ich noch nie gegessen. Es gibt nur noch eine Sache, die ich jetzt machen muss. Ich will sie aber nicht machen. Ich muss abtauchen. Gib mir mein Handy, ich mache eine Unterwasseraufnahme. Auch wenn es danach kaputt ist. Oh mein Gott, das ist so dumm. Das ist wahrscheinlich die letzte Aufnahme mit dem Handy. Wunderbar. I am under the water. Please help me. Here too much raining. Boah, Tisch, hätte ich schnell weg. Oh, nein. Wo ist es? Was
Was ist hier? Oh mein Gott. Es gibt auch noch eine zweite Sache, die wir herausfinden müssen. Die Bubble-Funktion. Das ist jetzt wirklich das Dümmste. Du hast das auf gar keinen Fall nach. Den lassen wir immer so. Wenn ich das hier verlosen soll, diesen Slime, dann lasst jetzt ein Like da. Wenn ihr am Samstag kommt, dann bringe ich euch den mit. Ey, wenn mich jemand nach dem Schleim fragt, ich bringe euch einen mit. Okay, Freunde, einen Tag später guckt euch das schon Desaster an. Eigentlich soll das Wasser über Nacht ablaufen, aber der Slime hat, glaube ich, irgendwie... Boah. Der hat den Abfluss, glaube ich, blockiert. Und ja, der Pool kannst du in die Tonne kloppen, jetzt, Digga. Und das ist überall diese, was die schwarze Punkte da. Was ist das, Digga? Was hier angetragen, nie wieder weg. Das war aber das letzte Slime-Video, was ich jemals hochgeladen habe. Das war's jetzt, Leute. Außer lasst 50.000 Likes da. Was reden wir über? Ich sag's jetzt. Ich hab mir eine Foltermethode gekauft. Hast du nicht schon immer das Verlangen gehabt, einen Spagat zu lernen? Nein, ich auch nicht. Aber ich hab gekauft. Ich hab ein Spagat-Lerngerät gekauft. Ich will das jetzt für 30 Tage jeden Tag probieren. Ich mach jetzt Challenge. Wer schafft es, den Spagat schneller zu lernen, okay? Okay, okay, gut. Ich bin 30 Tage und treffen uns hier wieder. Ciao. Der aktuelle Progress. Oder informier nicht mal anders. Ich schreibt in die Kommentare, wer denkt, wer wird das erste schaffen. Ah! Okay, das wird aktuell. Digga. Oh, das sieht aber. Wir waren, glaube ich, beide ziemlich beschissen. Aber das Gerät zu benutzen war auch schwerer als gedacht. Junge, das geht aber ein bisschen in die Eier rein, nicht? Was ist denn das hier für eine Scheiße, Alter? Das kann niemals funktionieren. Das funktioniert. Vertrauen. Wieso? Ich hab's auf TikTok gesehen, Digga. Das klappt alles, was auf TikTok ist. Ja, alles, alles, was auf TikTok ist, Bruder, ist 100% approved. Digga, ich komme gerade hier absolut in deinen Arsch rum. Oder er geht immer tiefer, er geht immer tief. Oh mein Gott, das Bild ist gerade so schlimm. Freunde, an der Stelle würde ich sagen, schaut doch einfach mein Lebensmusikvideo vorbei. Guckt irgendwie an. Ey, Freunde, alle am Start sein. Jetzt nach dem Video in die Premiere. Es ist jetzt danach online? Okay. Ja, 18 Uhr kommt's online. Bruder, jetzt hast du aber richtig meinen Arsch reingeschoben hier, Digga. Guck dir das an, Digga. Oha, Digga. Ah! Ich bin genauso beweglich wie im Nashorn, Digga. Ich heule. Ganz bewegt, oder? Alter, mach. Es kommt Tränen raus. Aui. Das Gerät, ich kann es nur empfehlen, Freunde. Das ist der absolute Hammer. Okay. Leute, schreibt jetzt eure Gäste in die Kommentare, wer wir es nach 30 Tagen schaffen. Wir sehen uns in 30 Tagen wieder hier in dieser Wohnung und dann schauen wir, wer am weitesten kommt. Die Sommerzeit. In Island gibt es einfach Flüsse, die heiß sind. Wir sind jetzt einfach mitten im Nirgendwo und hier ist der Fluss einfach warm. Alter, was? Ah! Ah! Flash, Digga. Das ist so ein Geier, Digga. Was mache ich in meinem Leben? Digga, das ist... Boah, das ist schon cooler, ehrlich. Warum geht's so schnell? Leute, wir sind wieder zurück. Ich... Könnt ihr mal die Schnauze... Haltet mal bitte eure Fresse. Die Zeit, ja, die Zeit, sie rennt gegen uns.